Hallo und herzlich willkommen, Christian Freisle im Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für den Tag der Lehre bei uns im Oktober und eine großartige Gelegenheit, um gleich zu sagen, ich melde mich an. Und wir haben hier zwei Beitragende zu unserem Tag der Lehre, die sich gleich vorstellen werden, nämlich angefangen mit der Karin, bitteschön. Ja, hallo, ich bin die Karin Köckers und ich studiere zurzeit an der FH Burgenland in Eisenstadt angewandtes Wissensmanagement. Das ist vollkommen richtig und auch deswegen kennen wir uns. Und genau. Dann habe ich hier noch die Annette, die sich auch gleich vorstellt. Mhm. Annette Hexelschneider, selbstständig Expertin für wirkungsvolles Wissen und hier in der Rolle als Lektorin an der Fachhochschule Burgenland im Studiengang angewandtes Wissensmanagement. Ganz genau so ist es. Ja, großes Thema bei diesem Tag der Lehre ist Forschungsproblem, projektbasiertes Lernen. Und meine Frage am Anfang ist, wie können wir vermeiden, dass projekt- und problembasiertes Lernen gelingt? Wie können wir es so richtig im Grund und Boden zerstören? Karin? Gar keine Hinweise geben, was die Studierenden zu tun haben. Sehr gut. Annette? Die Herausforderung möglichst riesig machen. Wunderschön. Und darauf bauen wir, auf diesen schönen Chaos-Generator bauen wir darauf an, zwei wunderschöne Ideen, Gelingensbedingungen zu formulieren, die vielleicht auch sich auf das beziehen. Karin, was ist wichtig, damit projekt- und problembasiertes Lernen funktioniert, gelingt? Die richtige Mischung aus guter Anleitung und viel Freiraum für die Studierenden. Annette. Erklären, was eigentlich vorgeht bei problembasierten Lernen. Und nicht nur das, den Umfang des eigenen Faches sehen, sondern auch sehen, was links und rechts noch für Anforderungen an die Studenten gestellt werden. Sehr schön. Sehr schön. Gut, ihr seid ja Teil unseres innovativen Formates DiskSpace. Und wir sind schon sehr neugierig, was dort die Teilnehmenden inhaltlich und methodisch erwarten wird. Annette, was wird das genau sein? Wir werden den Nutzen unseres USPs oder unseres Beitrags USPs zeigen. Das sind drei Dinge. Ich unterrichte seit 10 Jahren. Das erste Mal habe ich gewagt, eine gesamte Lehrveranstaltung problembasiert zu machen. Also für Einsteigerinnen kann ich wertvolle Tipps weitergeben. Dann mit der Karin haben wir die studentische Perspektive, was man ganz klar sagen muss, die wichtige zweite Seite der Medaille oder erste Seite, je nach Betrachtungsstandpunkt. Und dann haben wir ein inhaltliches Format, also um welches Problem es ging, nämlich eine Veranstaltung zu organisieren, was man auch in andere Fächer und andere Lehrkontexte übertragen kann. Also drei Vorteile. Wahnsinn. Karin, was ist der vierte Vorteil? Der vierte Vorteil? Genau. Die Annette hat das eh schon sehr schön zusammengefasst. Der vierte Vorteil ist, dass wir persönlich vor Ort sind und das genau erklären und man es nicht mehr nachlesen kann. Genau. Und was ist denn die studentische Sicht auf dieses Thema? Das Problem, was ist das Lernen, wirklich ein spannendes Format ist, von dem, glaube ich, wir Studierenden am meisten Profit ziehen können. Das ist aber auch eins der Formate, das unsere Studierenden am meisten fordert. Warum? Weil man wirklich sehr sich und seine eigenen Fähigkeiten sehr stark einbringen muss, um was davon zu haben und nicht nur einfach sich hinsetzen kann, was lernt und das war's. Mhm. Okay. Und diesen Prozess zu begleiten, Annette, den wir jetzt gerade gehört haben, das Allerwichtigste dabei ist aus deiner Sicht? Auch die Lektorin lernt im problembasierten Lernen. Natürlich lernt die Lektorin oder der Lektor immer, aber hier ist, so wie die Karin das aus der studentischen Perspektive gesagt hat, die Lernkurve der Lektorin am größten. Hypothese. Weiß nicht, ob das schon jemand beforscht hat, aber es kam so bei mir an. Interessant. Und so ein zentrales Lernerkenntnis aus deiner letzten Runde, wo zum Beispiel die Karin dabei war, war? Auf jeden Fall, dass man sich wirklich Zeit nehmen muss und erstmal erklären muss, das ist problembasiertes Lernen, was ist problembasiertes Lernen, was braucht's und was bringt's. Okay.
Okay. Und da frage ich doch gleich die Karin. Wir haben auch schon gehört, dass es für aus der studentischen Sicht eine Herausforderung ist. Und die Frage ist, was bringt es? Einfach irrsinnig viel Wissenszuwachs, jetzt nicht nur einfach von dem Vortragenden her, sondern man lernt auch irrsinnig viel von den anderen Studierenden, dadurch, dass man sehr, sehr eng und vielschichtig zusammenarbeiten muss und kann einfach auch von dem, deren Fähigkeiten und Kenntnissen, die die aus Vorstudienzeiten mitbringen, einfach irrsinnig viel lernen. Fantastisch, das ist genau der richtige Beitrag auch für unseren schönen Disk Space. Und wer das jetzt an dieser Stelle noch immer nicht getan hat, jetzt ist der perfekte Moment, um sich für den Tag der Lehre anzumelden. Also als kostenlose Teilnahme mit einem fantastischen Programm und zwei großartigen Beitragenden, auch Annette und Karin. Und ich sage vielen Dank für eure Zeit.